Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen bzw. einkaufen. Hier ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich muss euch aber vorher nochmal dieses hier zeigen. Das hatte ich ja im Stream schon gezeigt und da hatte ich ja einen extra Stream gemacht. Das habe ich mir auch geholt, aber das hatte ich in einem anderen, also nicht im Odin war shoppen, sondern Einkaufstour oder so hatte ich das genannt. Das habe ich live mit dem Handy gemacht. Also die live mit Handy Shopping Videos, die haben immer einen anderen Namen. Also die heißen nicht Odin war shoppen. So, wir haben jetzt hier von Amazon was, von Kick was, von eBay haben wir was. So, bei Kick habe ich mir Klamotten bestellt. Das hatte ich schon an. Das muss ich noch umkrempeln, damit ihr das sehen könnt. So. Da habe ich mir wieder Game of Thrones Sachen bestellt, weil die geil aussahen. Einmal hier. Für 7,99. So. Oh. Mein Akku. Moment. So, jetzt neuen Akku. Und dann habe ich mir das gleiche mit einem Drachen nochmal bestellt. Also von den Targaryens. Das noch nicht erwaschen. Dann habe ich mir noch eins. Nee, warte mal hier. Das habe ich mir noch bestellt. Wartet mal, ich mache das mal mit dem Drachen, mache ich mal auf. Wir machen die jetzt einfach mal auf. Ich muss das Zeug ja sowieso wegschmeißen in Plaster. So. So, Schilder ab. Brauchen wir nicht. Das sieht dann so aus. So, dann müssen wir aber natürlich hier noch den Aufkleber abmachen, der hier so drüber ist. Habe ich schon mal vergessen, dann bin ich rumgelaufen. Ich wundere mich, warum die Leute so komisch gucken. Da hatte ich noch diesen Aufkleber mit der Größenbeschreibung, den hier, hatte ich den noch dran. Aber egal. So, einmal für die Wäsche. Dann. Habe ich das bestellt? Alle in 3XL. So, da steht unten Game of Thrones und so, da sind die wichtigsten Häuser, also die Starks, also die Wölfe aus dem Norden, ja. Die Lannisters mit dem Löwen, die Targaryen mit dem Drachen und hier unten ist der Oktopus, ist für die Eiseninseln. So. Und noch eins. Ja. Eins haben wir noch. Das fand ich auch mega geil. Also das, was ich euch eben gezeigt habe, das fand ich auch gut. Das habe ich aber nur mitbestellt, weil alle Häuser drauf waren. So, und dann haben wir noch hier eins. Hier ist wieder so ein Größenaufkleber drauf. Komm her. Das ist so ja nur XXL. Ja, das wird vielleicht ein bisschen knapp, aber egal. Das hatten sie leider nicht größer. Da. Wie so ein Highschool-T-Shirt gemacht hier. Ja, so Haus Targaryen. Und dann so schwarz mit rot und so. Fand ich geil. Fand ich ehrlich gesagt richtig, richtig geil. So. Pro T-Shirt 7,99. Dann habe ich das hier noch gekauft. Für meine Große. Das habe ich ja gestern im Livestream schon gezeigt. Also im Freitagabend-Hangout. Hatte ich das ja schon gezeigt. Eine Hose für Sport. Es war leider, ich hätte gerne eine gehabt, die ein bisschen länger ist. Nicht nur so eine kurze. Und die Große wollte auch eine andere Farbe haben. Ich war froh, dass ich die halt gekriegt habe, weil es gibt keine mehr. Also bei, mit so Eis drauf. Also ich habe bei Kick keine anderen gefunden. Die inne sah aus wie so eine alte Tapete und so. So, anprobieren. So. Dann kann das nämlich alles weg hier. Was haben wir denn hier drin? Mit Kick zum Moviepark. 50% sparen.
Ich kann im Moviepark 50% sparen. Cool. So, dann haben wir bei eBay, habe ich gekauft, eine Kristallglocke. Hört sich auch schön an. Jetzt fragt ihr euch, ja, wozu brauchst du eine Kristallglocke? Willst du nach dem Essen rufen? Schön wär's. Nein. Die habe ich gekauft für meine Frau. Weil die ist katholisch. Ihr wisst ja, ich habe eine polnische Frau, die ist katholisch. Und da kommt dann, nicht der Weihnachtsmann, da kommt der Christkindl. Und? Na, sieht er gut aus. Dann habt eine Wäsche damit. Kannst denn, hast du denn noch rosa Wäsche? Dann pack mal die Waschmaschine voll, gucken wir mal, ob wir eine voll kriegen. Entschuldigung. Ja, wobei, genau, meine Frau ist katholisch und da kommt Christkind. Habe ich der Großen auch schon eingetrichtert, dass nicht der Weihnachtsmann kommt. Ich werde mich immer noch verquatschen. Und sie kennt es von ihrer Mutter her und von ihrer Kindheit so, dass die hat auch eine Kristallglocke gehabt. Die hat dann alles aufgebaut. Der Papa hat die Kinder abgelenkt oder der Opa, je nachdem, wer gerade greifbar war. Und dann hat die Mutti gemacht mit der Kristallglocke. Und jetzt hieß, oh, jetzt ist das Christkind da, ist gerade abgehauen. Da ist er raus. Und so möchte sie das für unsere Tochter auch. Ich habe ja gesagt, komm, lass uns auch ein Juleuchter aufstellen. Ist auch, will sie nicht. Naja. Und dafür habe ich das geholt. Habe ich vorhin erst nochmal runtergeholt, weil, runtergeholt von oben, von meiner Frau. Ne? Dann, ja, dass ich das euch zeigen kann. Dann habe ich mir von Rie, seht ihr das? Ja. Habe ich mir ein OTG-Kabel gekauft, der direkt fürs Fire TV ist. So. Genau. So, da könnt ihr das sehen. Das ist jetzt für den Fire TV 3. Ja, das klappt aber auch mit einem Cube oder mit einem Stick. Weil der Fire TV 3 hat ja Mini-USB für Strom. Aber dadurch haben wir keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Den OTG-Kabel, den klatscht er einfach ran. Und dann machst du hier, da ist immer noch ein Mini-USB, da machst du ganz normal den Stromkabel ran. Und dann hast du einen USB zusätzlich, einen ganz normalen. Und dann kannst du halt eine Tastatur anklemmen oder eine Maus oder was weiß ich. Ich zeige euch das am besten mal. Den wollte ich wegen Backup haben für mein Fire TV 3 und für Cube und so, aber das läuft, das habe ich auch so hingekriegt. Aber das ist ja nicht mal so schlecht, dass ich das Ding habe. Weil kann ich dann mir einen USB-Stick, den werde ich euch auch gleich zeigen, der eigentlich für das Auto gedacht war, an Fire TV Cube ranmachen und habe mehr Speicher. So, hier, das ist halt der Mini-USB, seht ihr das? Und dann haben wir hier wie so ein Y-Kabel sozusagen, könnt ihr euch das vorstellen, haben wir dann hier zwei Sachen dran. So, einmal normalen USB. Ja, seht ihr das? Und einmal Mini-USB. Der Mini-USB ist jetzt eigentlich für meinen Fire TV Cube jetzt eigentlich irrelevant, aber eigentlich auch nicht. So. Weil ich habe ja hier so einen Dongle mit bei. Das heißt, den kann ich dann, muss nur richtig gucken, wo die richtige, da. So, den kann ich dann so anschließen. Das kommt in Fire TV Cube. So, dann kann ich das so anschließen. Dann kann ich hier eine Maus oder eine Funktastatur oder irgendwas anschließen oder einen USB-Stick. Und es soll funktionieren mit dem Fire TV Cube, dass dann der Speicher erweiterbar ist. Dass ich dann halt Apps vom Fire TV Cube auf die SD bzw. USB-Stick auslagern. Es wird natürlich nicht die ganze App verschoben, aber viele Sachen von der App werden verschoben und das spart den internen Speicher. So, und dann haben wir hier den Mini und da kann ich dann das hier, was mit bei war, anschließen und da habe ich dann hier ein ganz normales LAN-Kabel und hier nochmal Mini-USB. Ja, da kann man dann, ich weiß nicht, für was das jetzt sein soll, dass man da vielleicht auch hier praktisch, das ist ja dafür gedacht eigentlich, dass so, dass das im Fire TV kommt
Und dann könnte ich glaube, so werde ich es auch sicherheitshalber machen. Und dann das hier anschließen. Dadurch habe ich dann praktisch LAN, wo ich jetzt keinen LAN-Port frei habe. Und halt ein USB zum Anschließen, wo man auch einen Hub ranmachen kann. Und dann halt trotzdem immer noch ihn davon. Gibt es auch halt nur mit dem, aber ich habe gedacht, wenn dann gleich den, weil die haben gleiche kostet gleich, ein Euro Unterschied war. Aber dann für ein Fire TV Cube reicht mir das so. Aber wenn ich dann noch einen Stick hole oder so und Backups wiederherstellen will oder so oder was sichern will, dann ist das halt für Fire TV 3, für Fire TV Stick wirklich super geeignet. Deswegen halt das. Diese Version des Kabels. Hat auch gar nicht viel gekostet. 7 Euro oder so hat in dem Dreh gekostet. So. Dann kommen wir gleich zum nächsten. So, dann können wir das mal wegpacken. Das kommt zum Müll. So, dann habe ich gekauft, beziehungsweise einmal Frauchen. Das sind nicht, die sollen jetzt nicht so aussehen. Ich habe halt nur einen Schuh mit hochgenommen. Das haben wir bei eBay gefunden. Das hat Frauchen sich gekauft einmal. Der ist nagelneu. Sieht man ja auch. Da war auch noch das Schild dran, ne? Und der war, ist gebraucht. Aber sieht man nicht. War wohl immer nur, hatten sie ihn an. Also davon habe ich zwei und davon zwei, also ein paar, ja, damit die, also ich habe jetzt nur einen Schuh von jeweils mit runtergenommen. Ja, die wollte meine Frau schon immer haben und meine Tochter hat die jetzt gekriegt. Und ja, dann hat meine Frau das gesagt und dann habe ich da mal geguckt, hat sie gesagt, die gibt es leider nicht mehr, da hat sie damals nicht zugegriffen. Und dann habe ich die gefunden, da habe ich jetzt für, also hat sie jetzt bezahlt für beide, Moment. Oh. Keine Ahnung, mich ruft seit Tagen hier eine Nummer an. Und immer wenn ich zurückrufe, also jetzt war ich nicht schnell noch dran, und immer wenn ich zurückrufe, dann ist Teilnehmer ist nicht erreichbar. 0152, ich sage lieber hier nicht an die Nummer, endet mit 088. So. Jedenfalls davon hat sie dann zwei geholt. Ich glaube, fünf, kann ich euch sagen. Ich habe dort die Amazon, die eBay-App habe ich dort drauf. eBay. Meine Käufe. So. Da haben wir für die Weißen 64 Euro bezahlt. 64,99. Und für die Schwarzen 89,99. Ja. Die sind aber nagelneu, die waren noch mit Karton. Und die Weißen halt fast neu einmal getragen. So, und die Weißen habe ich aber dann nochmal gekauft, eine halbe Nummer größer. Da habe ich Glück gehabt, da musste ich zuschlagen. Die hier, eine halbe Nummer größer für 30 Euro. Kann ich euch auch zeigen. Also da 30 Euro. Und dann hier die Glocke, da habe ich bezahlt 12,50 € plus Versand. Da waren auch um die 4,99 €, glaube ich. Ich war bei 17 Euro noch was mit bei. So. Dann haben wir das. Die stellen wir mal. Auf den Tisch soll man sie ja nicht stellen, das bringt Unglück. Nee, die nicht auf dem Fußboden. So. Dann haben wir noch was. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video gezeigt habe. Ich zeige es jetzt einfach mal. Weil ich da jetzt auch keine Übersicht habe. Das habe ich für einen Kollegen bestellt. Der wollte einen USB-Stick, der USB und USB-C hat. Den Preis weiß ich jetzt nicht. Muss ich sowieso noch nachgucken und die Rechnung ausdrucken und dann kriegt er die. So, das ist einmal hier USB mit USB 3.0 und einmal USB-C. Ja, und da sind 64 GB drauf auf dem. So, dann habe ich eine Flasche gekauft. Da werdet ihr jetzt auch sagen, Mensch, Odin, du hast doch schon so viel. So.
die hier, die hat auch so einen Griff. Die ist nicht für meine große Tochter, die ist diesmal für die kleine Tochter, weil wir jetzt ein bisschen mehr Wasser mitnehmen müssen. Einmal, um Milchpulver anzurühren und einmal, wenn sie jetzt einfach nur Durst hat und Wasser trinken will. Deswegen habe ich da nochmal eine extra Thermoskanne, Thermosflasche geholt für die Kleine. Und dann das Geburtstagspaket. Und Luftballons drin. Dann halt so Art Pompons, Gold und Weiß und Rosa. Und dann halt hier so eine, was wie so ein Fächer, was man so aufmacht, was dann so ein Kugel ist oder Halbkreis ist. Davon sind halt so ein paar in verschiedenen Größen mit drin. Und hier ist dann so ein Schriftzug, den man auf der Torte machen kann. One oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ich packe das mal aus, ich zeige euch das mal jetzt. So. Dann halt hier Kleber, Gold und so, also und Weiß. So, dann haben wir hier Buchstaben und Herzen sind das da. Die sind oben im Loch, da kann man, und hier ist ein Band mit bei, da kann man dann aufspannen. Da steht Happy Birthday oder sowas. Und dann haben wir, nee Quatsch, da stand irgendwas anderes. Erster Geburtstag oder so. Hier haben wir Happy Birthday. Also so sehen die Buchstaben aus, golden. Die kann man, glaube ich, auch rausmachen. Nee, die sind so drauf, Happy Birthday. Die sind so. So sind die gemacht. So, und hinten seht ihr das. Die sind dann halt so, sieht man das? Da. Happy Birthday. So. Und hier ist es halt nicht doch abgebildet, wie die gemacht sind. Und dieser One ist für die Torte. Glaube ich. So, und dann haben wir hier noch ein ganz süßes Krönchen. Und da steht dann eine 1 drauf. Und das ist hier auch unten. Und mit Gummi können wir ihr dann aufsetzen. Hat sie zu ihrem ersten Geburtstag auch ein Krönchen auf. Und außenrum sind Rosen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier heile wieder alles reinkriegen. Und nichts kaputt machen. Das ist ja immer so eine Sache. So. Na, geht. Geht. Das wird jetzt weggepackt. Und dann kriegt Juna das. Zu ihrem ersten Geburtstag wird damit die Bude dekoriert. Und ich denke mal, dann wird sie sich freuen. So, war noch irgendwas? T-Shirts. Das, das, das. Nö. Lebensmittel waren noch. Aber sonst wartet. Ja, dann bin ich jetzt mit dem Odimar shoppen durch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Die werde ich nächste Woche machen. Oder mal gucken, ob ich es vielleicht morgen schaffe. Zum BenQ Insta-Show und zu dem Beamer. Das liegt schon die ganze Zeit hier und ich komme irgendwie nicht dazu. Ich mache halt gerade die ganze Zeit immer diese kleinen Videos. Ich habe auch ganz viele Videos vom Fire TV noch und also vom Cube und noch ein oder zwei Shopping-Videos sind, glaube ich, auch schon auf dem PC. Ich komme einfach nicht zum Rendern, weil die ganze Zeit unterwegs ist. Deswegen mache ich die kleinen Sachen jetzt erstmal alle abarbeiten, dass da nichts liegen bleibt. Und der kommt nächste Woche. Also Montag, Dienstag habe ich mir fest vorgenommen, mich da ranzusetzen, die Zeit zu nehmen und das zu machen. Aber mit Familie und einem zahnenden Kind und es ist zeitlich eher suboptimal. Dadurch, dass ich abends streame, ich hatte ja auch schon gedacht, dass ich das abends mal mache, das Video, mal kein Stream, dann mache ich das. Aber ich wollte ja auch ein bisschen was zocken. Das dient ja auch nicht nur für euch, der Stream, wenn ich zocke, das ist ja auch für mich zur Entspannung. Wenn ich dann irgendwelche Spiele oder mit euch zusammen was zocke, das hilft mir beim Entspannen. So, nichtsdestotrotz, ich quatsche wieder zu viel. Sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.